Dass die Corona-Pandemie insbesondere vulnerable Gruppen heftig getroffen hat, hat sich im letzten Jahr leider besonders auch bei den SexarbeiterInnen und Prostituierten gezeigt. In den Corona-Verordnungen wurden sie meist komplett vergessen. Mit dem Lockdown wurden viele von ihnen von heute auf morgen vor das Nichts gestellt. Denn durch häufig prekäre Arbeitsbedingungen haben sie meist keine finanziellen Rücklagen und teilweise auch keinen Wohnort. Fatal an dieser Situation war aber auch, dass es in Thüringen keine Beratungsstelle, keinen Ort gab, an denen sich SexarbeiterInnen und Prostituierte hätten wenden können. Als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben wir uns deshalb in den letzten Haushaltsverhandlungen insbesondere dafür eingesetzt, dass Gelder für eine solche Beratungsstelle eingestellt werden. Ich möchte daran erinnern, dass Thüringen leider nach wie vor das einzige Bundesland ohne eine solche Beratungsstelle ist. Daher sind wir froh, dass mit den 200.000 Euro hoffentlich endlich eine Beratungsstelle ihre Arbeit bald aufnehmen kann, und begrüßen, dass diese Beratungsstelle mit diesem Gesetzesentwurf nun auch langfristig verankert werden soll. Sexarbeit ist kein Beruf wie jeder andere. Die Gründe, warum ein Mensch sexuelle Dienste anbietet, sind aber vielfältig. Ebenso vielfältig wie die Gründe, warum sie im Gewerbe bleiben oder auch aussteigen. Deshalb muss eine sehr behutsame, aber hochprofessionelle Beratung und Begleitung stattfinden. Für alle Problemlagen und Fragen, denen sich SexarbeiterInnen ausgesetzt sehen. Dazu gehören psychosoziale Einzelberatung, Krisenintervention, unterstützende Betreuung beim Ausstieg aus der Prostitution und auch finanzielle Beratung ist ein wichtiger Aspekt. Die Beratungsstelle sollte zentral erreichbar sein, in freier Trägerschaft und mit einer entsprechenden und langfristigen verlässlichen Finanzierung ausgestattet werden. Auch aus den Erfahrungen anderer Bundesländer und vor allem aus den Gesprächen mit Verbänden wissen wir, dass eine solche Fachberatungsstelle eine ganz wichtige Anlaufstelle für SexarbeiterInnen und Prostituierte bietet. Hintergrund des heutigen Gesetzesentwurfs ist die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes in Deutschland 2017, aufgrund dessen auch in den Ländern Ausführungsgesetze erlassen werden müssen. Neben der Verankerung der Beratung begrüßen wir als Fraktion vor allem die Festlegung der Verwaltungskostenfreiheit für öffentliche Leistungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz, das mit diesem Gesetz damals auch eine Anmeldungspflicht festgelegt worden ist, wurde von den Sexarbeitsverbänden teils heftig kritisiert. Unabhängig davon, wie man dazu steht, ist aber ganz klar, dass Anmeldungen so gut wie gar nicht gemacht würden, wenn dafür auch noch Verwaltungskosten erhoben würden. Deshalb ist die Verwaltungskostenfreiheit ein wichtiger und guter Punkt. Und Frau Herold, es zieht halt nicht so sehr das Handwerk hier auch mit der Sexarbeit oder Prostitution zu vergleichen. Denn anders als das Handwerk sind SexarbeiterInnen immer noch einer enormen Stigmatisierung unterworfen. Die Arbeitsbedingungen sind meist prekär und deswegen würde es absolut zum erhofften Gegenteil führen, wenn hierfür auch noch Kosten erhoben würden. Wir würden es als Fraktion darüber hinaus auch gut finden, wenn im Gesetz auch die Existenz eines runden Tisches Prostitution und Sexarbeit verankert wird. Wenn dafür keine extra gesetzliche Regelung nötig ist, so denke ich doch, dass sich spätestens nächstes Jahr ein runder Tisch Prostitution und Sexarbeit in Thüringen wieder zusammenfinden sollte. Knack- und Hemmpunkte, die ganz sicher mit der Einführung des Gesetzes und die damit verbundene Übertragung der Aufgaben an neue AkteurInnen auftauchen werden, müssen rechtzeitig erkannt und besprochen und gelöst werden. In dieser Gemengelage darf nicht vergessen werden, es heißt Prostituiertenschutzgesetz. Und wir sollten aufpassen, dass die Umsetzung nicht zum rein technischen Akt wird. Klar, es ist ein Ausführungsgesetz, aber die Organisation und die Umsetzung kann ein Stück weit Thüringen individuell gestaltet werden und diese Verantwortung sollten wir annehmen.